Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von VfR Total. Wir berichten erneut aus dem Rosengarten. Ich möchte auch gleichzeitig meine heutigen Gäste vorstellen. Zu meiner rechten Ersatzkapitän Lukas Struck, zu meiner linken Assistenztrainer René Schubert. René, kommen wir doch gleich zur ersten Frage. Wie beurteilst du eigentlich den Testspielerfolg in Herdecke? Ja, also an für sich ist das auf jeden Fall eine gute Sache gewesen, dass wir natürlich direkt nach der Vorbereitung einen erfolgreichen Spiel ablegen konnten. Und die Leistung am Platz hat mir auch sehr gut gefallen. Ich denke, dass das eine Sache ist, wo wir auf jeden Fall aufbauen können. Okay, die Frage gebe ich dann auch direkt an dich weiter, Lukas. Ja, dieser Erfolg ist natürlich schwer einzuordnen. Wir haben richtig klasse gespielt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit war der Gegner? Das war sicherlich auch eines der ersten Spiele für die. Wie gesagt, wir haben für unsere Verhältnisse, für unser Trainingskontingent haben wir ganz gut gespielt, aber das ist natürlich noch ausbaufähig. Okay, dann kommen wir nun zum kommenden Gegner. Am Sonntag treffen wir auf die Mannschaft von VfK Iserlohn. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz am Seilersee. Schiedsrichter ist der Sportskamerad Mehmet Kaya. So, René, nun sind dann die ersten Trainingswochen rum und wie beurteilst du denn die Entwicklung deiner Mannschaft? Ja, also wir haben auch teilweise sehr gute Einzelentwicklungen. Carsten Kroll zum Beispiel macht eine sensationelle Leistung im Moment im Training, hat auch immer alles gezeigt, was er kann. Team Russland sehe ich auch ganz vorne, ja, vor allen Dingen sonntags mit morgens mit der Trainingsbeteiligung dort. Ne? Und an für sich ist das auf jeden Fall eine ganz gute Sache und ich denke auch, dass wir als Mannschaft und als Kader sehr stark sind. Okay. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Entwicklung, Lukas? Mit meiner eigenen Entwicklung bin ich im Moment relativ zufrieden. Nach der langen Winterpause sehe ich mich auf einem guten Weg, wieder zu 100% zu kommen. Aber wie ich das gerade schon gesagt habe, wie bei der ganzen Mannschaft gibt es natürlich noch Steigerungspotenzial. Okay, René, was erwartest du denn am Sonntag gegen VfK Iserlohn? Vor einem Jahr verlor man noch dort 0-6. Da scheinen doch die Rollen klar verteilt, oder? Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Es ist sensationell, wenn wir die Punkte da einfahren können oder beziehungsweise da gewinnen können für uns, einfach zeigen können, dass wir das, was wir im Training schaffen und können, dass wir das auch dort abrufen, wäre super. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind, den Gegner dort auf den Verstand zu halten. Okay, Lukas, wie stark schätzt du denn Iserlohn an? Ja, das ist mit dem Spiel im letzten Jahr überhaupt nicht zu vergleichen. Die Karten werden ganz neu gemischt sein. Es wird auch für die eins der ersten Spiele sein. Und man kann überhaupt nicht sagen, wie es ausgehen wird. Im Fußball kann alles passieren, man hat schon alles gesehen. Man hat schon Pferde kotzen und Mario Braub auf einen astreinen Überschlager machen sehen. Also da kann alles passieren. Okay, René, was denkst du eigentlich über die ganzen Urlaubstage, die sich Trainer Ralf Schubert immer nimmt, um noch länger mit den Spielern trainieren zu können? Ja, das ist natürlich Einsatz. Also was soll ich dazu sagen? Das ist sagenhaft sowas. Ne? Okay. Also so muss das sein. Man muss halt manchmal im Leben Entscheidungen treffen. Ne? Was dann wichtiger ist, arbeiten oder der VfR Sölden. Ich denke, er hat sich da auf jeden Fall für die richtige Sache entschieden. René, da bin ich ja ganz deiner Meinung. Lukas, wie siehst du das denn? Das muss ich auch so sagen. Das ist das A und O. Ohne Ralle läuft hier gar nichts. Ohne den wäre auch schon die ein oder andere Trainingseinheit ins Wasser gefallen, was uns weiter zurückwerfen würde. Also an dieser Stelle ein Riesenlob. Danke, Ralle. Bevor wir dann nun zu den Tipps für Sonntag kommen, gibt es noch irgendwelche Fragen von den Journalisten zu meiner Rechten? Ja, ja. Okay, ja. Roland Seidler von der dpa. Ja, okay, ich sehe vielleicht so ähnlich aus wie Roland Seidler. Mein Name ist Stefan Blaschei, ich bin von der hiesigen Sportpresse, vom Söllner Blick, ab und zu auch mal für den Söllner Boden unterwegs. Ich habe da mal die Frage an den René. Der David wurde ja relativ früh ausgewechselt, jetzt am Sonntag. Was ist da passiert? Ja, also, er wurde von einem Hund gebissen vorher und musste dann verletzungsbedingt leider ausscheiden. War ganz gut, weil wir so natürlich auch anderen Spielern die Möglichkeit gegeben hatten, sich zu zeigen. Und ich denke einfach, dass es gut ist, dass er sich jetzt kuriert, damit wir ihn da auch schonen können und dass er nächstes Mal wieder voll einsatzbereit ist. Uns liegen Informationen vor, dass er in Berlin gebissen worden ist und dass der Trainer gesagt hätte, meine Güte, brauchst du gar nicht nach Berlin fahren, nächstes Mal weiß ich dich. Das kann ich sofort dementieren, der war mit mir auf dem Lehrgang in Kaiserau. Ja. Also an diesen Gerüchten ist gar nichts dran. Okay, das soll es gewesen sein, danke. Alles klar, noch weitere Fragen aus dem Publikum? Okay, danke. Dann kommen wir nun zu den Tipps für Sonntag. René, was denkst du, wie wird das Spiel ausgehen? Also aufgrund des vorherigen Spiels sage ich einfach, das wird ein ganz klares 6-0 für den VfR. Okay, scheint mutig, aber ist natürlich alles drin. Alles klar, Lukas, wie siehst du das? Ja, ich denke das auch so in der Art, dass dieses Spiel in die Geschichte eingehen wird. Ich würde auch auf einen relativ klaren Sieg setzen, aber ich mache es ein bisschen weniger deutlich an 0-4. Okay, das war dann die zweite Pressekonferenz der A-Jugend vom VfR Sölden. Ich freue mich schon jetzt, euch in einer Woche zur selben Zeit und zur gleichen Uhrzeit wieder hier begrüßen zu dürfen. Euer Lennart Seidler.